wie erwartet, ein super emotionales Spiel mit guten Abwehrreihen, mit guten Torhütern. Was hier natürlich auch immer schwierig ist, in dieser tollen Halle mit der Hammerunterstützung hier der Fans, ist einen klaren Kopf zu behalten. Das haben wir heute definitiv vorne nicht geschafft. Das sind jetzt nur Schätzungen, aber ich glaube, wir haben den bestimmt 10, 12 Bälle fast wieder hergeschenkt in Form von technischen Fehlern oder schlechten Entscheidungen. Das wäre so der Step, den müssen wir mal oben drauf packen, dass wir unabhängig von dieser Atmosphäre auch unseren Faden nicht verlieren. Ja, und das war eben nachher der Grund, warum wir dann im Endeffekt wahrscheinlich auch verdient verloren haben. Wir waren die ganze zweite Halbzeit ein bisschen zurück. Aus meiner Sicht wäre natürlich schön gewesen, wenn wir das Unentschieden noch irgendwie ziehen. Wäre aber auch, wenn man die letzte Viertelstunde sieht, sehr, sehr glücklich gewesen. Ja, das gilt es daran zu arbeiten, die Emotionalität hochzuhalten, so zu decken, wie wir heute gedeckt haben. Und wenn wir dann vorne noch ein bisschen abgeklärter, ein bisschen cooler sind, dann ja, bin ich nicht bange, dass wir da vielleicht auch noch genug Punkte holen, um ja, die Liga ein paar Jahre länger zu bereichern, sage ich jetzt mal. Ja, sehr intensives Spiel. Vielen lieben Dank ans Publikum. Wir mussten ja letzte Woche das Spiel gegen Rostock absagen, weil wir ganz einfach Krankheit und Corona gleichzeitig hatten, also Grippe. Die Jungs haben sich so nach und nach in der Woche wieder beim Training blicken lassen, als es dann auch ging. Taktisch vorbereiten konnten wir uns erst gestern und dafür haben wir es echt gut gelöst, gerade erste Halbzeit. Eider Harder hat ein sehr, sehr breites Playbook und wir haben viele Dinge ihnen einfach weggenommen. Die Jungs waren hellwach, das Publikum war da und zweite Halbzeit die Chancen im Angriffsspiel ganz gut genutzt, taktisch clever gespielt. Kompliment an alle.